Ja, Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußballmanager 13 mit dem Chemnitzer FC. Letztes Mal also unsere erste Saisonniederlage gegen den 1. FC Köln. 4:2 verloren im Rhein-Energie-Stadion. Alles nicht so wild, das war die erste Niederlage. Jetzt geht's hier zu Hause im fertiggestellten Stadion an der Gellerstraße. So ist es abgängig am Amida Bielefeld und sieht mal, was das für ein Quatsch jetzt ist. Saison bisher. Wir haben eine super Saison bisher gespielt. Ich war auf 4 Sterne vorhin hoch. Nach der Niederlage jetzt noch einstehen, das ist doch wirklich der größte Blödsinn, genauso wie die Form gleich um 2 Punkte sinkt, naja, auch der Vorstandsvertrauen ist gleich um 1 Punkt gesunken, weil wir einmal verloren haben, aber okay, Leute, wir gewinnen das 100%, da bin ich mir sicher, auf geht's. Ein paar Änderungen haben wir vorgenommen in der Mannschaft. Schellbrett ist im Spiel, na gut, ein paar ist die einzige Änderung. Auch Wachsburg ist wieder fit geworden. Jetzt den hohen Ball am rechten mit der Strafe wegzubringen. Schmitz, der mit links drauf fällt. Eigentlich wäre der Ball klar am Vorbeigang, aber Lorenzo Davids fällt den Ball noch ab, sodass Ortega nur mit dem Fußspitze regieren kann. Achatz setzt nach und spitzt den Ball schließlich aus. Spitze Winkel ins Tor, da ist das 1:0, Leute. Achatz trifft endlich mal wieder. 9. Saisontor für den jungen Stürmer. Klasse, die Fans aus dem Häuschen feiern die Übernahme der Tabellenführung. Spitzenreiter, hey! Gut, reicht doch wieder. Wir wissen, wir haben auch in Köln früh geführt. Von daher ist das Ganze noch gar nicht sicher. Am besten wäre hier schnell 2:0 nachlegen, um Bielefeld ruhig zu stellen. Jetzt aber kommen die Armin. Flanke von Kulakov wird abgefälscht. Damit zunächst der Ausraum für Kevin Müller. Die meistert er aber gut und fängt die Ball sicher ab. Aber Bielefeld gleich nochmal. Ecke von Manuel Hornig, dem Innenverteidiger. Der bringt die Ecke hinein. Pascal Trestrotschek im kurzen Pfosten hoch. Kopfball. 2 Meter links vorbei. Also Leute, lasst sie nicht ins Spiel kommen wie die Kölner zuletzt hier. Das war unser Fehler. Früh im Fluggang und dann den Gegner ins Spiel kommen lassen, der dann so prompt mal 2 Tore schoss. Jetzt Kulakov ist ein kleiner Tick schneller als der Kontrahent. Spitze die Kugel vor das Tor. Hofstedt, der rettet per Kopf zur Ecke und mahnt seine Kollegen zu mehr Konzentration. Genauso ist es. Konzentration, liebe Leute. Ecke wieder Manuel Hornig. Die zweite nach einer Viertelstunde. Schwieriger Kopfball von Fabian Klos. Aber Müller geht nur auf Nummer sicher und lenkt den Ball mit beiden Händen über die Latte. Na gut, nächste Ecke Bielefeld, wieder getreten von Manuel Hornig. Klos mit einer guten Kopfballlegung nach der Ecke, aber er trifft den Ball nicht ganz richtig. Und dieser fliegt einen halben Meter am Tor vorbei. 17. Minute, Chemnitz kommt jetzt, komm, macht das 2:0. Schelbre mit einem Anspiel in die Spitze zu Anton Fink, der lässt den Ball durch die Beine zu Achatz laufen. Der fleißige Stürmer verliert Hornig und trifft das 8 Meter das kurze Eck, sehr schön. Marcel Achatz, Doppelpack und Wellig vor. Wellig vor! Pierre Schellbrett! Seine dritte Vorlage bereits in der Saison. Wenn der spielt, ey, das ist. Der ist da geboren für die Position, Leute. Hoffentlich verletzt er sich nicht wieder. Hector flankt von links weit in den Strafraum. Der Ball kommt zu Marcel Achatz. Volley-Schuss! Aber der Ball fliegt weit über das Tor von Ortega. Schade. Das wäre es nicht gewesen, wenn jetzt Achatz hier so einen Hattrick erzielt. Der kommt ja gar nicht mehr runter, der Bengel. 23. Minute, nächste Chance Chemnitz. Ortega steht viel zu weit vor seinem Kasten. Achatz nutzt eine Chance und zum überlegten Heber aus guten 25 Meter. Der Ball geht genau unter die Latte. Und der zurückeilende Ortega kommt zu spät und zappelt zusammen die beiden Netz. Hattrick, da ist er doch. Marcel Achatz mit dem Hattrick. Und den Bengel, den kriegen wir nicht wieder auf den Boden zurück. Der landet erst in ein paar Wochen wieder. Oh Gott, Leute. 3:0. Aber wir haben alles richtig gemacht wieder. Diesmal nach der Frühführung nachgesetzt. Alles gut. Karim Pellerabi spielt seine Mannschaftslinie. Pass zu Anton Fink, statt selbst zu schießen. Aber der fahrende Routinier verzieht überhastet. Mensch, Anton Fink, der verzieht allerdings öfter überhastet. Nächste Chance Bielefeld, 28. Pellerabi dreht sich am linken Strafraum Eck um Jonas Striffler herum und schlägt sie mal aufs lange Eck. Gut einen Meter am Winkel vorbei. Mensch, Pellerabi, den würde ich auch mal gönnen. Halbe Stunde rum. So, wir laufen uns mal warm hier. Jetzt Bandowski fängt aufmerksam einen Pass von Appia in dessen eigenen Hälfte ab und schießt direkt aufs Tor. Dabei geht allerdings ungefähr 5 Meter über die Latte. Bei American Football wäre es 3 Punkte gewesen. Hier Abstoß. 38 Minuten rum. Chemnitz drückt. Ein ungenauer Rückpass von Lorenzo Davids. Kann Ortega nicht mehr laufen. Es gibt da Ecke für Chemnitz. Also, so Einweihung des komplett fertiggestellten neuen Stadions. Gibt es ja also wieder mal ein Torfestival. 3:0 nach 38 Minuten. Jetzt kommt die Ecke von Bandowski. Wird herausgeköpft. Von Pusch rausgeköpft. Direkt vor die Füße zu Bandowski. Der dreht sich und trifft aus Spitzenwinkel nur den Außenpfosten. Das war knapp. Janek Bandowski. Der ehemalige Dresdner und Dortmunder. Jetzt nochmal Chemnitz. Also Bielefeld kommt gar nicht mehr zum Schluss hier. Ein Schuss von Achatz wird von Hornig zu Eck abgefälscht. Jetzt hier Kolja Pusch, der Experte dafür. Ortega kommt heraus, packt sich dazu und hat den Ball.
So, das Spiel wird auf Sekunde pünktlich abgepfiffen. Sehr schön. Halbzeit. 13 Uhr Pausenführung für den CFC. Also zu Hause sehen die Fans hier jetzt ein Festival. Einige Spieler von Bielefeld schütteln mit dem Kopf. Die können es gar nicht glauben. Den Sieg nimmt euch niemand mehr, Leute. Spielergespräche. Ganz klar. Achatz loben. Auch Schjelbred, klasse. Wie der mal wieder zurückkommt aus seinen Verletzungen. Wachsmuth, Hofstetter. Super hinten. Fink motivieren wir immer noch. So, und da gibt es eine Massage für Janik Podolski. Den wechseln wir aus. Den wechseln wir aus. Ansonsten kommt Push eine. Hector und auch Benno Schmitz bekommt eine Massage. Und dann werden wir wechseln. Und zwar wird Albert Poniatko kommen für Achatz. Aaron Wolf für Bandowski. Und den dritten Wechsel, den überlegen wir uns dann mal noch im Laufe der zweiten Halbzeit. Also auch Aaron Wolf darf mal wieder ran. Darf mal wieder sein Können beweisen. Hat er bislang schon gute Leistung abgeliefert. Und jetzt geht's los. Zweite Halbzeit. Poniatko also drin. Auch vorne Sturm. Achatz, also raus, der junge Hattrick-Mann. Er muss noch ein bisschen auf den Boden zurückkommen, hat seine Leistung gebracht. Ist gut, Anton Fink ist mit einem Schlenzer von rechts. Der Schuss ist aber zu angesetzt und geht deutlich über den Kasten. Mensch, was ist mit dem Fink da los? Nächste Chance Bielefeld, schwache Aktion da von Arne Feig. Schon abzuspielen, befindet er sich da in einem Zweikampf mit Bellarabi. Am Ende ist er mal weg, sehr schön. Von Karim. Draufgehen, Arne Feig mit einer guten Attacke gegen Bellarabi. Das macht irgendwie keinen Sinn. Okay, Arne Feig mit einem Foul spielt, sehr schön. Gelbe Karte, Freistoß Chemnitz, wohl wie es aussieht. Nee, Ecke von Chemnitz. Kolja Pusch macht das mal wieder. Fink erwischt das Leder nach der Ecke mit dem Kopf. Spielgriff fliegt knapp über das Tordreieck hinweg. Schade. Und jetzt gibt es jetzt nochmal den Wechsel. Mitja Lodrich wird kommen für Anton Fink. Gehen wir ein bisschen, ja, was heißt defensiver 4-1-4-1 System. Spielen wir damit jetzt. Sind wir auch sehr flexibel dadurch. Poniatko jetzt einzige Spitze. Beziehungsweise Bellarabi gibt hier fast die zweite Spitze. Wird sehr offensiv agieren. Und damit war es mit den Wechseln. Wir übernehmen, wie gesagt, zurück die Tabellenführung. Erneut mit dem Sieg. Gutes Torverhältnis haben wir sowieso. Mitja Lodrich kommt für Anton Fink. Und Kontrolle übernehmen, Leute. Am besten sogar wieder zu Null spielen. Konterchance jetzt aber erstmal für Bielefeld. Klos läuft ganz alleine auf Müller zu. Schießt. Aber Müller reicht immer mit den Fingerspitzen. Hat die dann sicher. Also der Kevin Müller, der ist überragend zurzeit. Der ist einfach überragend. Was der alles hält zurzeit, ist echt klasse. Nach einem harmlosen Foul von Schjelbred geht die Hornig zu Boden. Schjelbred tritt ihm dabei unglücklich auf die Hand. Das tut ihm zwar wirklich weh, aber es geht weiter. Schjelbred, da musste auch schon alles einstecken. Gut, das entschuldigt natürlich aber nicht. Hat aber Glück, dass er keine gelbe Karte sieht hier. Wechsel jetzt. Oliver Peters kommt für Dennis Kulakov ins Spiel. Zeit verstreicht. Chemnitz. Eigentlich mit der Kontrolle, jetzt aber erstmal ein Freistoß für Bielefeld. Arne Feig, zirkel ein Freistoß aus 46 Meter, schön Richtung Tor, vor das Tor der Gastgeber. Dabei fliegt ein Meter am rechten Post vorbei, ob Müller da angekommen wäre. Man weiß es nicht. Hier wechselt der Erik Zenger, kommt für Lorenzo Davids in die Partie. Gibt man Wechsel über Bielefeld, Chemnitz erneut prüft Lodrich Ortega mit einer abgerutschten Flanke. Dabei senkt sich bedrohlich aufs Tor der Arminen. Auch Ortega macht einige Schritte zurück und fällt die Bomben sicher. Also die Chemnitzer lassen sich jetzt im Kopfballspiel locker und leicht angehen hier in der zweiten Halbzeit. Vielleicht war das wirklich ein bisschen zu viel des Guten, das 18-0 letztens gegen Cottbus. Dass man das Ganze gegen Köln wieder bitter in die Realität zurückgeholt wurde. Zenger fällt einen weiten Einwurf des Tod. Der schüttelt Wachsmuth und läuft einfach ab wie eine lästige Fliege und fällt eine flache in die lange Ecke. Ganz starke Aktion. 3-1 Bielefeld. Pascal Testrot mit seinem vierten Saisontreffer. Was geht denn da ab? Meine Güte. Hat sich Wachsmuth ein bisschen überrumpeln lassen. Nachdem Testrot sich anscheinend verletzt hat, zeigt sich Schjelbred als fairer Sportsmann. Jawohl, ist er ja auch. Der Schjelbred. Also mit dem schwer mich jetzt wirklich. Also ja, ist ihm einfach zu gönnen, dass er eine gute Leistung zeigt, wenn er spielt wieder. Vor allem nach seinen ganzen Verletzungen. Hauptsache er verletzt sich nicht wieder. Ist jetzt ein 10. Einsatz heute gewesen für Chemnitz. Nachspielzeit. Eine Minute. Passiert hier noch irgendwas? Bielefeld nochmal. Oh, 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 oh. Arne Falk setzt mit einer Hochflanke. Kann ich nicht lesen. David in Szene, der Ball, der den Ball gegen Hector und Wachsmuth nicht sinnvoll verarbeiten kann. Glück hier, dass Bielefeld nicht noch mal zum Anschlusstreffer kommt.
Und da ist Schluss. 3-1 Sieg für unsere Chemnitzer, der zwar verdient ist, aber ja, ein bisschen zu schludrig in der zweiten Halbzeit. Am Ende reicht es für die Tabellenführung. Klasse Leistung, klasse Moral nach der Niederlage in Köln bewiesen. Ja, Leute, ganz klar, bester Mann heute, ganz klar. Marcel Achatz mit seinem lupenreinen Hattrick. 3-0, 1-0, 2-0, 3-0, 14. Treffer, sein 11. Treffer in dieser Saison im 8. Einsatz. Der geht jetzt richtig ab in dieser Saison, der Junge. Gott sei Dank haben wir den schon gekauft. Die Kaufoption ist gezogen. So, Schellbrett, eine Torvorlage, Note 3 am Ende ist es geworden. Aber ja, gut, trotzdem eine starke Leistung von ihm. Endlich mal wieder vom Verein. Benno Schmitz auch gut. Kevin Müller mal wieder überragend. Also einfach klasse, was jetzt enthält. Dann haben wir Jonas Hector mit Note 2. Auch er fühlt sich links einfach am wohlsten als statt innen, ganz klar. Kronke hat in der zweiten ausgeholfen. Aaron Wolf auch mit Note 3 nach seiner. Durfte die zweite Halbzeit spielen. Lottrich nicht so doll, Bunjako auch nicht doll. Genauso wie Anton Fink, naja gut, ein bisschen hat er gebracht. Bei der Rabi auch Note 3. Ja, kann man so sehen. Was haben wir hier? Pascal Testroth. Ja, auch guter Stürmer. 4 Tore bislang in die Saison, in 9 Einsätzen. Was haben wir hier? Oh, da haben wir einige. Striefler in der 6, ab hier mit der 6. Das lag bestimmt in der ersten Halbzeit. Wir schauen auf die Statistiken. Es waren insgesamt 17.500 Zuschauer dort. Glaube ich, Rekord in Chemnitz, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel wir am Anfang waren. Ballbesitz. Jo, Bielefeld sogar am Ende mit mehr Ballbesitz. Gibt's ja gar nicht. Ja, gut, in der zweiten Halbzeit haben die doch ein bisschen mehr das Zepter in die Hand genommen. Wir haben das Spiel kontrolliert. Wir schauen auf die Ergebnisse. Wie gesagt, Tabellenführer sind wir wieder. 7. Saisonsieg. 33 Tore bereits erzielt. Guck mal, wer andere Halbmannschaften nicht mal annähernd so viele Tore erzielt. Alter. Düsseldorf dann mit 22 Treffern. Das geht ja gar nicht. Boah. Was haben wir für einen Sturm? Köln gegen Augsburg 1-2. Chemnitz Bielefeld 3-1. Leipzig Paderborn 3-3. Bochum gegen Dresden 1-1. Ingolstadt gegen Braunschweig 0-2. 60 München gegen Cottbus 3-2. Heidenheim gegen Frankfurt 2-0. Münster gegen Düsseldorf 1-0. Und Osnabrück gegen Mainz 2-2. Leipzig kommt dort nicht raus. Ein Sieg erst nach 10 Spielen. Bitterer Abschiedskampf ist angesagt für die Bullen. Nicht der Aufstieg. Oh, was sagt der Hansa-Fan? Ein Trainer hat Macht unbestritten und macht es immer schwere Verpflichtung und leichte Verführung. Oh, ja, kann man so sagen. Und wieder 4 Leute in der Elf des Tages heute. Kevin Müller, ganz klar. Hofstetter auch mal. Das 2. Mal in dieser Saison. Janek Bandowski bereits zum 3. Mal in dieser Saison. Ja, und Kevin Müller noch zum 1. Mal, sehe ich gerade. Der wurde endlich mal belohnt. Endlich mal. Was der für eine geile Saison spielt, der gute Müller. Jetzt ist er endlich mal in der Elf des Tages. Und auch natürlich Marcel Achatz mit seinem Hattrick, ganz klar. Da muss er mit rein. Teamleistung war gut. Bester Spieler, Achatz, bester Torschütze zusammen mit Federico Macheda. So, wir werden die Neuzugänge. Echte Verstärkung, Bellarabi und Lottrich. Unsere einzigen beiden Neuzugänge, mehr konnten wir uns ja nicht leisten. Lottrich war ja ablösefrei, weil wir ja, beide ablösefrei, weil wir ja nicht mehr ausgehen durften. Von daher war das ja top, was wir geholt haben, hier ablösefrei ist. Lottrich war noch nicht ganz Stammspieler, Bellarabi schon. Jetzt geht's auf jeden Fall nach Braunschweig. Und ja, klar, jetzt war klar, das Vertrauen steigt natürlich wieder. Eindeutig muss ja auch so die zweite. Gewinnt 3-2 gegen Hertha, zweite. Sehr schön. Klasse, freut mich. Und natürlich ist wieder Länderspielpause. Sebastian Hirsch, bester Mann. Spielbericht, hat Gronke gespielt. Ja, Note 3,0. Hirsch, Note 2. Oh, ein Tor und eine Vorlage. Was ist denn mit denen denn los? Hombach macht ein Tor. Jelavic macht auch ein Tor. Sehr schön, ja, noch eine Torarbeit. 3-2 Sieg für unsere zweite Mannschaft. Sehr schön. Mannschaft der Woche, haben wir gesehen. Riskantansprache erfolgreich. Neues Sponsorenangebot. Haben wir also neue Nebensponsoren. Immobilien, Scout oder bringen wir es mal mit denen, die weniger bieten. Zum Erhöhen. Okay, die wollen nicht erhöhen. Immobilien, Scout. Dann müssen wir jetzt auf EA Sports verlassen. Laufzeit senken, Summe erhöhen. Oh ja, Summe haben sie gut erhöht. Laufzeit eventuell noch senken. Jupp, okay. Das unterschreiben wir. Sehr schön haben wir daraus gehandelt. Ein Jahr. 50.000 Euro, knapp. Ah, ist nicht ganz so der überragende Sponsor, aber was willst du machen, ne? Angebot für Vigas Weißenberger, Lautern. Naja, da verlangen wir noch ein bisschen mehr, verhandeln natürlich gerne. Niklas Gronke, erste Mannschaft zurück. Willkommen zurück. Ja, wie gesagt, wieder Länderspielpause. Ich liebe es, Leute, ich liebe es wirklich. Bunjaku. Was hat er hier? Ja, eigentlich kann er schon zum Saisonende Schluss machen, oder? Wie alt ist er denn? Gucken wir mal fix drauf hier. Spielerinfo. 31, ja, eigentlich muss er noch nicht Schluss machen. Der kann auch zum als Routinier auf jeden Fall. Nächstes Spiel braucht ihn Topform. Sprich, jawohl.
Weißenberger, können wir nichts sagen. Junghahn hat gut trainiert. Cesar, körperlich stärker werden. Wolf, auch gut trainiert. Oh, was haben wir hier schönes? Gronk hier, natürlich klar, gut trainiert. Götze, ja. Ja, ist gut trainiert. Aber leider wird das nichts mehr mit Götze. So, haben wir noch irgendeinen hier zur Verfügung? Ja, großes Lob an Kevin Müller, ganz klar. Das muss natürlich kommen. So, und dann schauen wir gleich mal rauf hier. Länderspielpause. Ob wir hier ein Testspiel organisiert bekommen? Nein, natürlich nicht. Kein kleiner Gegner da zu sprechen. Mann, das ist immer richtig dämlich gemacht. Warum? Die müssen doch mal welche Zeit haben. Verstehe ich nicht. Da muss doch mal ein Verein Zeit haben. Die können doch nicht alle spielen. Nicht mal hier Drittligisten oder sowas. Das verstehe ich. Da verstehe ich überhaupt nicht, warum da kein Verein Zeit hat. Das ist ja typisch Fußballmanager. Ist ja typisch Fußballmanager. Gucken wir hier auf Mittwoch. Eventuell. Nee, nix. Das kann nicht wahr sein. Dass da kein einziger kann. Ey, das geht nicht. Oder Exit Island will ich nicht. Dann lassen wir das. Dann machen wir Pause. Fertig ist die Sache. Was soll das? Verletzt sich bloß wieder sinnlos einer. Nee, nee. Ja, Lautern sucht dringend Verteidiger. Weißenberger. Naja, kriegen sie nicht. 1-5. Gescheitert, ne? Jawohl, sehr schön. So, Champions League. Okay, ist jetzt nicht so wichtig. Zweite verliert wieder da wieder. Schade. Junghahn fällt aus. Oha, wie kommt das denn? 11 Tage Oberschenkelzerrung, Ablösung gescheitert. Dann wird Tini zurück. Jelavic wird aus, Kapselriss mit C, Reserve, 1-0 verloren, schade. Berger drängt sie auf, oha, Internationalisierung, Alvaro, okay. Was wollte ich jetzt? Achso, ich wollte gucken, wo die zweite Mannschaft steht momentan. Da wollte ich gucken. Reserve. Aber immer noch Platz 14, ja, über dem Strich noch, das ist gut. 6 Niederlagen, 2 Siege. Wolfsburg und Heidenau sind da noch schlechter, Gott sei Dank. Dim, 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 dim. Schöne Musik. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich weiß nicht, ob ich leise genug kriege. Bando, Spinno, Schmitz. Verhandeln gerne. Repo Salzburg, aber das wird nicht. Das wird nicht. 1,6 Millionen Euro. Nee, 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 nee. Was ist das für ein Wert? 1,6. Komm, 2 Millionen wollen wir haben. Gucken, ob die weitermachen. Hoffentlich nicht. Mannschaft, so. Wechselt nicht zu Repo Salzburg, genau. Keine Einigung. Sehr schön. Hat da nichts zu suchen da. Beim Red Bull Club. Ingolstadt hat Interesse an uns. Sehr schön. Nikolai Buchwald. Ries erreicht. Lottrich kommt gut zurecht. Sehr schön. Zusätzlichen Stärkepunkt. Klasse. Mitja Lottrich. So, und dann, was wollte ich noch gucken? Ich wollte irgendwas noch gucken, Leute. Sag mir bitte was. Nein. Ach, ich weiß es nicht mehr. Verdammt nochmal. Ne, ich weiß es echt nicht mehr. Ah ja, Verträge wollte ich gehen. Und ich wollte die Ablöseforderung anpassen. Mindestablöse, Marktwert, Forderung, Marktwert. Und Forderung 1, 2, 3, 4. So. Und zwar, na gut, komm. Ablöse erhöhen, Forderung um 1 senken, so rum. So reicht's auch. So, was haben wir hier? Olysee wechselt. Aha, Tel Aviv, okay. Braunschweig, Auswärtsspiel. So, internationale Nominierung. Oh, Lottrich wurde nominiert für Slowenien. Interessant, wir haben einen neuen Nationalspieler. Wunderbar, freut mich für ihn. Mitja Lottrich. Und qualifizierte Teams für die Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Deutschland ist dabei. Und wir kommen zur Gruppenauslosung. Für die EM 2016. Das überspringen wir doch gleich mal und wir schauen nach Frankreich, Italien, Schottland, Polen. Oh, das ist eine schicke Gruppe. Da haben wir Spanien, Russland, Schweden, Slowenien. Auch nicht schlecht. England, Holland, Kroatien, Bosnien. Oh, das ist eine Hammergruppe. Das ist eine Hammergruppe, Leute. Und Deutschland mit Dänemark, Österreich, Wales sollte auf jeden Fall machbar sein für Deutschland. Hier leider noch nicht die richtige EM mit 24 Teams, sondern nur mit 16 Teams. Aber interessante EM wird es auf jeden Fall werden hier. So, Lottrich hat gespielt mit der slowenischen Nationalmannschaft. 1-2 verloren. Gegen Nordirland. Wie kann man da verlieren? 62 Minuten hat er auf jeden Fall gespielt. Freut mich, dass er gleich von ein paar anderen durfte. Note 4,5, aber nur leider. Und Andorra gegen Zypern. 0-0. Alvaro hat auch gespielt. 83 Minuten gespielt. Note 4. Leider kein Treffer. Schade. Das Weißenberger trifft Training ab. Was ist mit ihm los? Plötzlich wahrscheinlich sind diese Verletzung und Humpe vom Platz. Irgendwie, dass die Verletzung nicht so schlimm ist, wie es anscheinend hat. Auch was ist mit ihm schon wieder los? So, zum nächsten Mal.
Mittel erreicht. Felix Jung haben wieder fit. Keine letzten Spieler mehr. Wunderbar. Alle erhöhen. So, was ist denn mit dem Weißenberger los hier, sag mal? Nur weil er nicht mehr spielt oder wie? Keine Form auch noch dazu, ey, Leute. Jetzt nicht verarschen. Gib dem Training alles, Digga. Damit du wieder rankommst. Sonst kommst du so schnell am Wachsmut nicht vorbei. Der hat sich reingespielt. Der gute Toni. Assistent Daniel Garnier, größter neuer Manager bei Ingolstadt. Auch interessant. So, Braunschweig. Erster gegen Vierter. Oder Vierter gegen Erster, so rum. Auswärts, jetzt geht's mal wieder nach einem guten Spiel. Moral zu erweisen. Gronkier wird in den Kader zurückkommen? Nee, lassen wir so. Wir lassen den Kader komplett unverändert. Na doch, Gronkier kommt für Aran Wolf hinten in den Kader. Und Götze für Lodrich. Lodrich noch ein bisschen geschwächt, außer Form, nach dem Länderspieltrip. Deswegen Götze mal wieder im Kader, aber da hat er nichts groß zu bedeuten. Ansonsten Stellberg bleibt auch stehen, Kirch bleibt auch auf der Bank. Hat alles so seine Richtigkeit. So Leute, damit war es das für heute und nächstes Mal geht's weiter mit dem Spiel gegen Braunschweig. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.